Heute machen wir Übungen rund um Kreise, Pythagoras und ähnliche Dinge und naja, vielleicht auch Strahlensatz. Also wie die Ansätze sind, mag mir egal sein. Nehmen wir mal Folgendes an. Wir haben einen Ball. Oh Gott, nee, der Ball ist noch nicht. Wir haben einen Ball und um den Ball herum lege ich ein Maßband und messe einmal rundrum, ganz eng natürlich angelegt, rundrum. Um den Ball messe ich meinetwegen, na, sagen wir mal 60 cm. Was ist denn das dann für eine Größe? 60 cm. Das ist der Umfang. Gut, danke. So, und jetzt überlege ich mir was anderes. Und zwar, das war gegeben. Wenn ich diesen Ball, also das war, der hat einen bestimmten Durchmesser, den kriegen wir ja raus. Das ist ein D. Wenn ich diesen Ball weiter aufpuste und mache den Ball, D weiß ich noch nicht, um 1 cm größer, also hier 1 cm und hier 1 cm, was würde das dann bedeuten? Was muss ich dann für D auf die Linie schreiben? Hier D und dann? Ja? Na genau, plus 2 cm, ganz wichtig. Okay. Na, weil er auf beiden Seiten größer wird. Und jetzt ist die Frage, wie entwickelt sich dann der Umfang? Sage ich hier in diesem Fall, weil ich ja anfange, U0 dazu, dann sage ich hier bei dem neuen Zustand, ich könnte ihn auch noch weiter aufpusten auf noch mehr, U1 dazu. Also, gesucht ist U1. Jetzt brauchen wir Ideen, wie wir das lösen. Dass wir Formeln im Tafelwerk nachvollziehen können und sowas, das ist gar kein Problem. Na denn. Grundsatzidee ist, wir schreiben einfach mal auf, was wir finden. Und zwar die grundsätzliche Formel U ist Pi mal D. Die finden wir überall. Bis dahin logisch, ne? Und jetzt müssen wir das aber irgendwie verknüpfen. Jetzt müssen wir irgendwie die ganze Sache mit Leben erfüllen. Das sind ja zwei Zustände. Einmal der eine Ball, so wie er war, und dann der Ball aufgepusteter. Jetzt müssen wir was machen mit diesen Dingern hier. Wir machen Folgendes, wir sagen, diese Grundsatzformel hier, diese, die erfüllen wir jetzt mal praktisch so mit Leben, dass wir hier zwei Zustände, na, geh mal weg hier, dass wir zwei Zustände darstellen. Und zwar einmal so und einmal so. Einmal hier heißt, wenn ich U0 habe, dann schreibe ich 60 Zentimeter. Das ist mein U0. Ist gleich Pi mal, Moment mal, da gibt es eine technische. So, Pi, das bleibt ein normales Pi und sagen wir hier in diesem Fall, das ist auch D0, das geht besser. Was muss ich dann aber hier ranschreiben bei dem aufgepusteten Ball? D1? D1? Nee, 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 nee. Ja, erstmal dieses D0 plus 20, das Genau. ist dann D0. Ich könnte auch D1 schreiben. Genau, schreiben wir mal diese Erkenntnisse hin. D1 sei dann D0. Plus 2 cm. Wenn ich das schon mal hingeschrieben habe, wird es vielleicht noch nötig sein. Bleiben wir auf der linken Seite erstmal. Also Pi mal D0. Den kenne ich noch nicht. Jetzt kommt die rechte Seite. Naja, wir wollen ja U1 haben. U1 wissen wir nicht, also schreiben wir U1. Aber Pi wissen wir. Das bleibt nämlich so. Und jetzt könnte ich sagen, entweder ich schreibe D1. Wenn ich D1 schreibe, geht das auch gut, aber ich könnte auch gleich statt D1 das einsetzen. D0 plus 2 cm. Was muss ich jetzt aber unbedingt machen? Eine Klammer. Ne? Ich multipliziere beides. So, und jetzt weiter überlegen. Kurz. Jetzt kam die Idee aus der Schülerschaft. Jawohl, dann könnte man noch Folgendes machen. Wir stellen einfach diese Formel hier. Diese. Die stellen wir um nach D0, damit D0 alleine steht. Also ich teile durch Pi. Und jetzt können wir was machen. Was ist denn, wenn ich das hier, diesen ganzen Ausdruck hier, stattdessen einsetze? Probieren wir es mal aus. Mal sehen, was passiert. Gut. Genau, jetzt haben wir das hier eingesetzt. Hier diesen Ausdruck, der ist ja D0. Haben wir hier eingesetzt. Und das ist er. Hier. Das ist er hier. Da steht's. Da ist es wieder. Und jetzt kann man was mitmachen. Jetzt kommt pures Ausrechnen. Und das machen wir jetzt. Und ich halte das Video wieder an. Kurz. Jetzt haben wir ausmultipliziert. Und hier kamen schon die ersten Ergebnisse raus. Allerdings haben sich die meisten daran gemacht, das ganze Ding hier, dieses Monstrum, einzutippen. Brr, muss nicht sein. Wenn ich das ausmultipliziere, habe ich den ersten Ausdruck hier, nämlich Pi mal 60 cm durch Pi ergibt wieder 60 cm plus
Pi mal 2 cm. Und schon habe ich es. So, das war jetzt leicht. Das sind 66,283 cm. Das lässt sich leichter tippen. Ich hoffe, ihr erkennt einen Zusammenhang. Machen wir das Ganze mal mit einem anderen Ball. Und zwar, ihr könnt vieles übernehmen. Jetzt mitschreiben. Ja, bleiben wir. Kurz, wir nehmen mal einen großen Ballon. 90 Meter Umfang. Und jetzt pusten wir den Ballon noch weiter auf. Und wir sagen, jetzt guckt mal hier, analog hier. Wir machen, ja, wir sagen D1, also der neue Ballon, das ist dann, wir machen den einfach um 4 Meter größer. So, macht mal ganz kurz. Gesucht ist dann U1, ne? Gesucht ist U1. Also, wir haben das Ganze jetzt mal abgekürzt, denn der Rechenweg ist der gleiche. Ist die gleiche Überlegung. Ob das Ding Ballon heißt oder Ball, ist egal. Ist bloß ein Ong hinten dran. So, und dann haben wir hier praktisch diesen Weg nachvollzogen und komischerweise, hier, das ist das Verrückte an der ganzen Sache. Diese Zeile, die müsste eigentlich, die ist ja auch hier wieder aufgetreten, die müsste etwas über diesen Zusammenhang sagen. Und das ist das Verrückte an der ganzen Geschichte. Aber ich muss grundsätzlich mit Maßeinheiten arbeiten. Ihr werdet noch sehen, warum. Alles klar bis dahin? Ich habe gerade eben auf das Beispiel der Fahrradkette verwiesen. Was die Spannung einer Fahrradkette ausmacht, lässt sich schön an diesen blauen unterlegten Formeln ablesen. Wir kommen zu einem anderen Beispiel. Es gibt da immer wieder solche Zauberer, die stehen auf der Bühne. Die haben auch einen Ballon, einen Luftballon. Die nehmen eine Nadel und ich weiß nicht, wie die das machen. Die stechen die mitten durch den Ballon durch und dann guckt die auf der anderen Seite wieder raus. Ohne, dass der Ballon kaputt geht. Ich weiß nicht, wie es geht. Aber es geht um was anderes. Wir nehmen mal Folgendes an. Die Nadel guckt mal hier in diesem Fall 2 cm raus. Und wir überlegen uns was anderes. Wir möchten mal hier an den Ballon eine Tangente anlegen. Nehmen wir mal, ich mache die mal in einer anderen Farbe, dann fällt er besser auf. Und zwar von den 2 cm, von hier, hier berührt sie, tangere, berühren, ne? Tangente, deswegen heißt das Pisto. Wir legen hier eine Tangente an. Und ich möchte mal wissen, und jetzt kommen wir wieder dazu, zur Aufgabe, wie weit ist es von hier bis hier? Das ist die grundsätzliche Skizze. Dann brauchen wir eine Arbeitsskizze, das geht so nicht, hiermit kann man nichts anfangen. Bezeichnen wir dieses Fragezeichen, sagen wir dazu, weil wir nichts anderes haben, H. Nee, oder B oder K oder. Wir nehmen mal K. K wie Köhler. So. Ich gebe mal noch mal einen Tipp. Ich hatte ja gesagt, das Ding geht genau durch die Mitte des runden Balls oder Ballons. Wenn wir eine Mitte haben, malen wir sie doch mal ein. Funkelt's jetzt? Jawohl. Jetzt haben wir die Mitte. Von der Mitte aus haben wir diese Punkte verbunden. Aber das ist eine Mistskizze, die ist nicht schön. Machen wir mal als Lösungsansatz unser Arbeitsdreieck. Jetzt brauchen wir keinen Ball, kein gar nichts mehr, sondern jetzt basteln wir ein Dreieck. Und zwar einmal hier und einmal hier. Das eine ist die grüne Linie hier. Das ist die grüne. Und dann haben wir hier eigentlich die blaue. Und ich zeichne die blaue jetzt mal nicht so weit. Und jetzt müssen wir überlegen, wie lang ist denn die blaue hier und wie lang ist die schwarze hier? Schön, genau. Jetzt haben wir es. Das ist der Radius, dieses blaue Stück und dieses blaue, das mache ich nämlich jetzt auch blau, ist auch der Radius. Jetzt fällt das auf, hier. Das ist jedes Mal der Radius. Gut, jetzt ist diese Aufgabe natürlich noch ein bisschen fies, weil ich hatte in meiner ganzen Freude vergessen zu sagen, dass der Radius 15 cm beträgt. Also, Durchmesser des gesamten Balls waren 30 cm und demzufolge wissen wir, der Radius ist hier 15 cm. Und jetzt müsste es eigentlich klappen. Jetzt müsstet ihr etwas
basteln können. Hier aus diesem ganzen Gerät hier. Jetzt müsste was klappen. Das haben wir jetzt erarbeitet. Und jetzt haben wir nämlich ein schickes rechtwinkliges Dreieck. Hier ist der rechte Winkel. Warum? Weil die Tangente hier in diesem Berührpunkt senkrecht auf dem Radius steht. Geht gar nicht anders. So, jetzt haben wir hier ein rechtwinkliges Dreieck. Jetzt fehlt uns aber hier noch das rote Stück. Und das sind aber die 2 cm. Das tut nicht weh. Hier haben wir 2 cm. Na wunderbar. Alles in Zentimetern, jawohl, Zentimeter, 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 das klappt. Jetzt rechnet mal aus, wie groß ist K. Und jetzt haben wir hier unser K, ne? Das Grüne. Ich kann es auch noch rot machen, K. Das kriegen wir jetzt raus, dann los. So, und jetzt haben wir natürlich bei dem rechtwinkligen Dreieck hier die Hypotenuse, das sind 17 cm, in Klammern zum Quadrat. Wer es anders schreibt, hat schon verloren. Wir stellen den ganzen Mist um, beziehungsweise wir können das schon mal im Kopf ausrechnen. Das ist 289 Quadratzentimeter ist K Quadrat plus 225 Quadratzentimeter. Und wenn man das ausmultipliziert, 15 mal 15 und Zentimeter mal Zentimeter, daher kommen diese Quadratzentimeter. Und jetzt wird es piepeleicht. Wir müssen noch die 225 Quadratzentimeter auf die linke Seite bringen. Und wie geht es dann weiter? Also wenn man das dann abzieht, hat man hier zufälligerweise, die Aufgabe ist mir gerade eingefallen und geht in diesem Fall mal schön auf, freue ich mich. Da muss ich jetzt noch die Wurzel draus ziehen auf beiden Seiten. Dann habe ich also 8 cm ist gleich K. Na, ist ja ein Ding. Ich möchte mal auf Folgendes verweisen. Ganz typische Aufgaben sind, ein Mann, der nannte sich Kolumbus, der stand an den Gestaden des Mittelmeeres und sah ein Schiff, einem Schiff hinterher. Und irgendwann verschwand das Schiff hinterm Horizont. Und es sah aus, als wenn es unterging. Könnt ihr euch erinnern? Da hat er sich gesagt, Moment, da muss die Erde rund sein. Wenn ich mir hier überlege, dass ein Schiff hier dreht, ich mach mal hier mit. Wenn hier ein Schiff langfährt, hier, dann sieht man irgendwann noch einen Rest vom Schiff. Also das sieht aus, als wenn es untergeht. Und das hat ihn dazu veranlasst, eben zu sagen, die Erde ist rund. Meine Frage, wie weit ist der Horizont? Könnte man dementsprechend auch ausrechnen. Ne? Wenn man sagt, Kolumbus steht so, dass er, meinetwegen, dass seine Augenhöhe über Normalnull, sprich über Meeresoberflächenhöhe, 2 Meter sind oder sowas, dann könnte man auch die Aufgabe für Horizontberechnungen nutzen oder Horizontberechnungen für Schiffe, die einen 25 Meter hohen Ausguckmast haben und dann von oben guckt er, damit er nämlich weiter guckt, kann man sich vorstellen. Wenn ich hier aus den 2 Zentimetern 3 Zentimeter mache, dann ist das, wird K immer größer, ne? Na und so weiter und so fort. Oder ich kann mir ausrechnen, wie weit kann ich auf den Mond gucken, wie viele Kilometer, wo ist da der Horizont zu Ende, na und so weiter. Gut. Ja, andere Aufgabe, wir denken uns mal Folgendes, und zwar wieder mal ein Ball mit einem Durchmesser von 30 cm, und der Ball, der hat lauter weiße Punkte drauf, kennen wir solche Punkte, und das bepunktet der Ball wie verrückt, und so weiter und so fort, hier überall schöne Punkte. Kleines Kind kommt an, freut sich und so. Und naja. Und jetzt möchten wir Folgendes machen. Und zwar, ein Punkt, die sind alle gleich. Ein Punkt hat einen Durchmesser von 4 cm. Und wir haben auf dem Ball, schätzen wir mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20 Punkte. 20 weiße Punkte. Und wir möchten Folgendes, wir möchten ermitteln, wie groß ist die restliche Farbfläche, wenn ich sage, das wäre alles blau hier und so weiter und so fort. Jetzt kommt es auf was ganz anderes an. Wenn man jetzt nicht korrekt schreibt, ist man angeschmiert. Ja, alles blau, bis auf die weißen Punkte. So, gesucht ist also A blau. Action. Jetzt schreibt ihr. Kurz. Also, grundsätzliche Formel. A blau ist A Oberfläche eines Balles. Das hat man erkannt. Das haben alle erkannt hier. Minus 20 mal A weiß. So. Und jetzt erfüllen wir das Biest mit Leben. 4 Pi R Quadrat ist die Oberfläche dieses Balles. Okay.
Und 20 mal A weiß. Wir tun jetzt aber mal so, dass jeder weiße Kreis wirklich nicht als Kugelsegment dargestellt ist, sondern einfach bloß auf der Ebene liegt. Das reicht uns jetzt hier aus. Also, jetzt brauchen wir noch, wie sagt man hierzu? 20 mal Pi mal. Jetzt müssen wir aber aufpassen, das ist R Ball und jetzt Pi R Quadrat. Aber Achtung, jetzt nehmen wir Kreis. Dann haben wir es. Jetzt sieht das ja gleich aus. Pi R Quadrat minus 20 Pi R Quadrat. Vorsichtig, die Oberfläche des Balles, also einer Kugel, ist 4 mal Pi R Quadrat. 4 mal Pi R Quadrat. Das ist also. Das sieht aus wie eine Kreisfläche. Pi r Quadrat ist eine Kreisfläche normalerweise. Aber 4 mal Pi r Quadrat ergibt die Oberfläche des Balles. So, minus 20 Pi r Quadrat. Jetzt nehmen wir die weiße als wirklich als Ebene an. Das reicht uns hier. So, was kann man jetzt machen hier? Was kann man ausklammern? Dann geht es nämlich wieder leichter. Was kann man ausklammern? So, wir haben jetzt nebenbei mal ausgeklammert. Wir haben 4 Pi ausgeklammert, weil das gut passt. Mal in Klammern r des Balles. Quadrat minus 5r der kleinen Kreise Quadrat. Jetzt einsetzen und eintippen und dann haben wir es. Und jetzt ist es leicht, ne? Wenn ich das ausgeklammert habe, kann ich das nämlich schön einsetzen. Tralala, hopsesa, ich habe bei mir hier 2576,106 gerundet Quadratzentimeter raus. Ich hoffe, ihr auch. Gegeben ist folgender Umstand und zwar wir gehen ins Fahrradgeschäft und sagen, wir möchten bitte einen Reifenmantel haben für 20 Zoll. 20 Zoll ist der Reifen. Und was ist denn das dann? Das ist der Durchmesser, ne? 20 Zoll ist der Reifendurchmesser. Jetzt fragen wir uns, wenn ich so ein 20 Zoll Rad habe und das fährt, wie weit kommt es bei einer Umdrehung? Was suchen wir also? Den Umfang suchen wir. Jetzt müssen wir natürlich nachgucken im Tafelwerk. Ich erspare euch das jetzt mal lange zu gucken. 1 Zoll, hier, das ist das ab. Das heißt entweder Sekunde oder Zoll, so kann man es auch ausdrücken. Ich schreibe mal so: 1 Zoll ist gleich 25,4 Millimeter. Leider gibt es das noch in Zoll. So, und jetzt schießt mal los. Gut, also bei dieser Aufgabe war nicht viel zu machen, aber immerhin so ein kleines Kinderfahrrad, ne, da bewegt sich ein Reifen. Ja, wenn er sich einmal gedreht hat, immerhin 1,5 Meter weit. Gut, noch eine Geschichte. Rund um den Kreis. Ihr kennt die Aufgabe, wenn man den Radius hier, wenn man das als Zirkelspanne nimmt und hier immer schön irgendwelche Kreisbögchen macht, sodass die den Kreis schneiden, erhält man ein wunderschönes Sechseck. Dieses Sechseck, da interessiert uns Folgendes, und zwar, uns interessiert U des Kreises und U des Sechsecks. Wir nehmen mal an, der Radius sei 5 cm gewesen und jetzt schnell hintereinander weg. Also hier gibt es nicht viel zu machen. U-Sechseck heißt also, da das ja immer diese Strecke 5 cm ist, ne? Komme ich auf 30 cm. Jetzt gucken wir uns mal, ich habe Pi mal als 3,14 angenommen. Pi gleich 3,14, das ist ein typischer Praxiswert, das reicht dicke aus. Der Unterschied ist gar nicht so groß. Nehmen wir das gleich mal als Anlass und sagen, wir basteln ein Zwölfeck. Das heißt, wir werden hier nochmal unterteilen. U eines Zwölfecks, wie wird das jetzt sein? Also, wenn ich mir sage, dann habe ich hier solche Linien. Was wird da passieren? Das wollen wir mal rauskriegen. U eines Zwölfecks. Also wenn man sich das jetzt hier überlegt und sagt, gesucht ist U des Zwölfecks, dann braucht man eine Arbeitsskizze, mit der man arbeiten kann. Und die sieht so aus. Schwupp und schwapp und du bist ab. Also, dieses Stück ist gefragt hier. Das ist ein Zwölftel, ne? Das ist U Zwölftel. Dieses Stück ist gefragt. Aber jetzt, das sind 5 cm, das sind 5 cm. Es kam schon die Vermutung, na, das wird 2,5 cm sein. Nicht so schnell, nicht so voreilig. Guck mal, das sieht schon ganz anders aus. Wie kommt man daran?
Los, dieses Dreieck, wie kann man das ausrechnen? Wunderbar, jetzt haben wir es. Jetzt ist es schon fast gelaufen. Das sind 30 Grad. Warum? 360 Grad einmal rum, ein Zwölftel davon ist nur 30 Grad. Hier, mit dem Ding kommen wir weiter. Wie kommen wir jetzt an die Länge? Kennt ihr? Nennt sich Kosinussatz, mein Lieben. Da muss ich nicht viel machen, ne? Beim Kosinussatz. Oder wer sagt, nö, warte mal, ich teile das Biest und zwar hier in der Hälfte, aber naja, dann fehlt wieder was. Aber vielleicht kommen wir mit diesem Ding weiter. Wenn ihr Angst vor dem Kosinussatz habt, haben wir hier wieder ein rechtwinkliges Dreieck. Dann sieht das hier aus wie U zwölftel halbe, ne? U zwölftel geteilt durch 2. Das ist dieses Stück dann. Dieses Stück bleibt 5 cm und wie lang ist das? Ach, da geht das wieder los. Aber vielleicht kommen wir ja hier weiter. Dann hätten wir hier dieses Dreieck und hier nur 15 Grad. Ist mir egal, wie ihr es rechnet. Rechnet mal U zwölftel aus. Jetzt ist es gar nicht mehr so schwer. Das hat hier übrigens auch geklappt, deswegen habe ich hier ein blaues, jetzt machen wir ein rotes Häkchen dazu. Das geht auf beide Arten, ne? Kommt man auf diese, so, das mal 12 bitte. Und dann vergleichen wir es nochmal mit dem Umkreis. Beim Zwölfeck haben wir 31,058 cm. Vergleichen wir es mal mit dem, hier waren es noch 31,4 cm. Hier 31,058 cm. Was schätzt ihr, wenn ich ein Unendlicheck nehme, was ich dann für U unendlich Eck rauskriege, dann muss ich letzten Endes den Kreisumfang rauskriegen. Was dahinter steckt mit der ganzen unendlichen Geschichte, wer ganz nah an den Farbfernseher rangeht, da sieht man Folgendes. Da sieht man nicht einen Kreis, von weit, so wie vom Weiten, sondern ganz nah, und wenn es geht, noch mit einer Lupe, sondern hier die Lupe draufgelegt, bedeutet, man sieht Pixel, Pixel, Pixel und warte mal, das mache ich jetzt mal kopiert und dann bin ich wieder da. Und wenn man ganz nah rangeht, sieht man, dass jeder Bildpunkt aus dem Fernseher aus 3 Farben besteht, meistens rot, grün, blau, und die alle aneinandergereiht ergeben dann irgendwelche Linien. Je nachdem, wie stark sie leuchten, bilden sie die entsprechende Mischfarbe. Das wäre ein Unendlicheck. Ein Kreis ist ein Unendlicheck, wenn immer der richtige Abstand zur Mitte gegeben ist. Gut, bis dahin erstmal Pause. So, ich denke, das müssen wir jetzt erstmal für den Kreis genügen lassen. Das ist Thema des nächsten Testes. Also so in dieser Art, solche Aufgaben, wie sie alle hier aufgeführt sind, das muss man können. Gut, ich schließe das Video ab. Ich sage jetzt schon mal, in einer Viertelstunde ist schöne Pause. Also, gut, tschüss.